Lerum in gilmit cheshek, best wissen wie jedele zu sein. Ob nicht in sinnen kein anderesek, und gucken siederle rein. Dein Tate zollt vor dir scharlimut, und will, als jedele so sein von dir. Herr, sech se zu zum Rebenslidl, und Wort beim Wort sog mit ihm, komm jetzt alle vor. Mein Kind, will ich dir Runde sagen, als du wirst wollen sein Doktor oder Jurist. Wirst du doch anheben zu studieren, ist das Erste, was mich wird bei dir fragen, wer du bist. Sollst du versäken, meure nicht haben, weil hey, bei stehst der Recher von See, und eben wird dir unheben, treiben und schlagen, sollst du sorgen, als sie zu See, komm jetzt alle vor, komm jetzt bis vor, kein Schöner von Asider, is ab der Welt nicht da, hier ich alle weh, heulam alle voi, und da sei fang der Pinteli, schlagt man und da soi. Noch ein Sach, mein Kind, will ich dir ansagen, dein jüdische Nomen sollst du halten, Teier. Du sollst dem nicht verbreiten auf kein Schumander Nomen, auf Elo, wie wir dir treiben in Feier. Oi, Moishe, Yitzchok, Chaim, dein jüdische Nomen sollst du halten, halten Teier und eben wieder Tage treiben in Feier. Sollst du sorgen, als sie zu sehen, komm jetzt alle vor, komm jetzt bis vor, kein Schöner von Jedele ist auf der Welt nicht da. Jest bardzo znane piosenko hasydzki z Hasidut Chabad i szczególne jest to, że zawiera trzech języków. Rosyjski, ukraiński i jidysz. Czyli bardzo związane z tym, że w te tereny, gdzie Żydzi i Hasydzi byli, to mieli swój język i trochę zaadaptowali z innych językach.
טוב, אני מתחיל, כן. סתיו יביטו ויתנסו וביתנסו פרופיל יא פרבוב סוויו צילסו טרבא טרבא знати як гуляти трэба трэба знати як брехати ой хеш бонце де код давати пред паном Trinken ja in a zeve maie und mir sorgen alles zamen lechaim da tot ich ma amina shomayim stav ya pitu в суботу пропил я пробув свою работу треба треба знати як гуляти треба треба знати як брехати о Zogen alle zusammen lechaim, ve'ato tishma, oy mina shomayim. Dziękujemy bardzo tatę, który pięknie nam zaśpiewał. To piosenko mówi o ta droga, którą chodzimy, idziemy, robimy blendów, jesteśmy jak pracownik, który jest leniwy, idzie na spacer, ale później trzeba zdać taki szczegółowy rachubek, gdzie ja byłem, co robiłem i z tym poradzić jest trudne, ale lechaim do tego nie przeszkadza.